Willkommen, willkommen bei TechVideo. Mein Name ist Balasch und heute reden wir über Ultimea, denn die haben wirklich super Deals, was Soundbars und Projektoren angeht. Also legen wir los mit ein paar neuen Produkten. Ihr habt schon auf TikTok gesehen und viele hunderttausend von euch haben diese Produkte gemocht, denn Ultimea hat für 100 bis 300 Dollar super Soundbars und auch im 100 bis 500 Dollar Bereich auch sehr gute Projektoren. Und ich habe hier beide bekommen, die jetzt die neuesten Modelle sind, die jetzt im Oktober auf den Markt kommen, mit wirklich guter Hardware, guter Software. Und ich habe sofort gesetupt und am Wochenende mir einen schönen Filmabend geliefert hier mit den neuen Ultimea Produkten. Fangen wir an mit dem Projektor, denn den kann man ganz einfach schnell auspacken, überall mitnehmen und mit nur 400 Dollar oder um die 350 Euro Preis haben wir hier einen 4K-fähigen, also ihr könnt einen 4K-Input liefern, aber natürlich nur einen Full-HD-Projektor kriegt ihr hier für den Preis. Projektor mit einem super Bild. Ich habe hier, wie ihr sehen könnt, im Schlafzimmer alles aufgebaut und obwohl ich die Vorhänge gar nicht zugemacht habe, hat man noch so ziemlich alles gesehen. Wir haben Auto-Key-Focus bzw. Auto-Keystoning auch. Also ich habe eigentlich am Anfang gar nicht alles einstellen müssen, nur weil mein Bildschirm ein bisschen kleiner ist, wie die Fläche, wo ich es eigentlich benutzen wollte, musste ich das Ganze ein bisschen kleiner ziehen, sah aber dann noch immer noch sehr gut aus und wie gesagt, das Ganze in nur 2 Tagen von Amazon oder von der Ultimea-Webseite noch günstiger geliefert, dann bei euch zu Hause, ihr könnt das 30 Tage ausprobieren und wenn es euch doch nicht gefällt, der E40 auch zurückgeben. Anschlüsse haben wir genug auf der Rückseite von HDMI bis natürlich Line-In, Line-Out, USB, alles mit dabei, aber wir haben vollwertiges Android mit drauf, wie ihr sehen könnt, Netflix, Apple TV und Netflix YouTube habe ich hier hauptsächlich benutzt, kein Disney Plus oder Amazon Prime noch nicht, aber die Knöpfe sind alle auf der Fernbedienung drauf, also auch hier ganz einfaches Setup und die Bedienung war auch nicht schwer. Und dann kam mein Highlight dazu, denn ich habe von Ultimea auch hier das bestellt und zwar ein 7.1 Dolby Atmos System für nur 300 Euro. Es gibt auch den D70, der hat auch 7.1, aber der Subwoofer ist halt nicht ganz so stark. Da könnt ihr noch ein bisschen Geld sparen, wenn ihr wollt. Am besten meine Codes und Links unten in der Beschreibung benutzen, dann kriegt ihr sowieso die besten Deals. Aber das Neueste ist hier mit dabei, dass wir noch eine App dazu haben, falls wir alles ganz genau einstellen wollen. Aber ich habe es gar nicht so kompliziert gemacht. Das Setup war innerhalb von 10 Minuten erledigt. Überall die Kabel ziehen, alles anstecken. Und mein Projektor ist neben dem Bett oben in dem Schrank aktuell noch drin. Ich baue dazu bald eine schönere Lösung. Und ich wollte kein Kabel von da hinten nach vorne ziehen. Und ihr müsst auch die vorderen und hinteren Lautsprecher gar nicht verbinden. Denn der Subwoofer verbindet sich kabellos mit dem Frontlautsprechern. Also ihr habt insgesamt 5 Lautsprecher und einen Subwoofer und das Ganze kann per Bluetooth miteinander kommunizieren und hat dann trotzdem noch seine 7.1 Sound mit dabei. Und das hat mich verwundert, denn normalerweise braucht ihr ja mindestens HDMI oder irgendwas anderes als Lösung. Hat ihr natürlich als Anschlüsse von Line-In bis HDMI, In und Out, eARC und auch natürlich SPDIF, also optisch, darf nicht fehlen. Aber ich habe das Ganze miteinander per Bluetooth verbunden, hat innerhalb von 2 Sekunden funktioniert und bumm, konnte ich Apple TV Wolves in geiler Qualität und mit tollem Sound anschauen für insgesamt nur um die 600, 700 Euro. Zum Black Friday wird es aber noch mehr Deals geben, also wird es das Bundle hier vielleicht sogar für 500 Euro geben und es ist einfach verrückt, wie gutes Bild und wie guten Sound ihr mittlerweile für so viel Geld kriegt. Und das ist kein bezahltes Video, das klingt jetzt so, weil ich so begeistert bin, aber ich bin ein Fan davon, einfach preis-leistungsmäßig gute Deals abzustauben und gute Produkte auszuprobieren. Also schreibt mir in den Kommentar rein, ob ihr schon mal was von Ultimea gekauft habt. Ich finde, die gehen ganz gute Schritte nach vorne. Und vor allem habe ich sie auf der CES schon mehrmals gesehen, also auch in Las Vegas auf der Elektronikmesse, der größten der Welt. Also machen sie sich einen schönen Namen und bauen sich hier eine schöne Brand auf. Also bin ich auch auf eure Kommentare gespannt, was ihr von dem Ganzen haltet und was ihr vielleicht auch für ein System zu Hause habt und ob ihr euch sowas hier kaufen würdet oder ob ihr auch weitere Ultimea-Produkte bald auf meinem Kanal sehen wollt. Vergesst nicht, immer TikTok und Instagram zu abonnieren, denn da gibt es noch viel mehr ähnliche Videos, aber mit Auspacken das ganze Setup vielleicht noch ein bisschen im Detail mehr sichtbar für euch. Also wie immer auch dort abonnieren und dann sehen wir uns auch da drüben. Bis zum nächsten Mal hier bei TechVideo. Mein Name war Balasch und wie gesagt, unten in der Beschreibung gibt es den Links zu den coolen Produkten.